Okami, ein YouTuber und Kumpel von mir, hat noch nie ARK gezockt. Ich habe ihn von daher eingeladen, mal mit mir eine Runde auf einem Beginner-Official-PvP-Server zu zocken. Das bedeutet, das Maximallevel ist 39 und wir haben die perfekte Möglichkeit, ihn als Anfänger ein bisschen in ARK einzuarbeiten. Das Ganze wird jetzt eine kleine Let's Play-Reihe, wir hatten echt coole Action im Verlauf. Ich halte euch nicht weiter auf, viel Spaß. Dann sammel einfach erstmal Büsche einfach die ganze Zeit, mach dir mal eine Spitzhacke. Und wenn der Nebel weg ist, dann suchen wir uns. Oh Gott. Wow, okay, das ist echt dunkel. Warte mal. Ja, ja, wir können uns gerade, wenn du nicht die Locations kennst, ist gerade schwer hier zu finden. Da, ich sehe dich. Links von dir. Hello. Oh Gott. Spitzhacke. Zack, zack. Ich war ganz schön. Strohrüstung und dann suchen wir der Base, Junge. Dann geht's hier los. Alter, ich habe richtig Bock, ne? So, dann gehe ich mal Flint holen, damit wir auch direkt die Axt machen können. Ich bring dir was mit auch. Das ist, für die Zuschauer mal gesagt, das ist der Server, auf dem habe ich schon mal gezockt. Da habe ich das Solo-Video zu gemacht. Das ist der Beginner-Server. Das ist aber schon einiges her, dass ich da gezockt habe. Verzieh dich, Mann! Deswegen mal gucken. So, Spitzhacke und Axt, sagst du? Jo, ich mache dir direkt eine Axt mit. Wo gibt's denn diese XP-Station? Ach stimmt, du musst ja noch leveln. Ich zeig dir gut, genau, okay. Ja, ja, gut. Eben. Für dich laufen wir dann jetzt noch die Route, das machen wir. So, ich kann nämlich gar keine Axt craften. Da hast du eine Axt. Für die Zuschauer, ich war eben schon mal kurz scouten, um zu gucken, ob der Server hier nice ist. Und habe einige Basen gefunden. Hier ist Aktivität. Das heißt, wir kriegen hier Action. Aber das ist sehr nice, weil das hier ist die erste Crafting-Station, die man sich baut. Und die haben wir jetzt hier. Die können wir quasi hier schon mal nutzen, um da Metallwerkzeug oder so zu machen. Aber erstmal zu dem... Wie hieß das? Explorer Notes. Übrigens, Leute, wundert euch nicht, wenn das Let's Play ist, wo man denkt, eigentlich Sharks war immer cool, aber er ist irgendwie doch ein Mongo. Warum das? Ah, hier. Ja, weil man hier mal so richtig live sieht. Guck mal, hier liegt einer, ne? Ach, ich muss erst die Skill Points nutzen, um ein Level up zu sein. Ach so. Exakt. Skill erstmal ein bisschen Weight, Ausdauer und Skill einfach immer abwechselnd. Stamina, Weight, Movement Speed. Mehr erstmal nicht, weil unsere Leben werden durch das Swamp Fever eh reduziert. Das heißt, das ist ein bisschen wasted, jetzt in Leben so viel reinzuhauen. Und der Rest bringt uns dann einfach mehr. Soll ich die ganzen Stoffsachen kaufen oder soll ich auf Stein sparen? Eisen. Lern ruhig. Ich hatte hier schon Charakter, ich habe noch Stuff. Komm mal mit, wir machen den XP-Run für dich weiter. Hier ist eine Chest, by the way, wollen wir die aufdecken? Nee, ich weiß, wollte ich gerade sagen. Hau drauf, Junge. Wollen wir die? Ha! Okay. Der Owner heißt Hut ab, der geht gut ab. Wer weiß, gut vielleicht ab, ist hier Starter-Equip drin oder so. Wahrscheinlich ist der leer. Aber sie hat einen PIN-Code. Wo kam es erster Raid? Die Truhe. Oh, es ist was drin. Ah ja. Kannst ja mal reingucken. Ich nehme mir mal die Hälfte Flint. Nimm dir ruhig. Jo. Gut, dann lass uns weiterlaufen. XP-Runs und auf dem Weg sammelst du einfach Fische. Warte mal. Was mit meiner Leber? Warum kann ich mich nicht bewegen? Bist überladen. Und ist unten rechts eine Leber angezeigt? Ja. Dann hast du Hunger. Oh, okay. Ach, das soll der Magen sein, dann ist es keine Leber. Exakt. Gut, dass du einfach mitgespielt hast. Für die Zuschauer, das Let's Play hier wird auch so ein bisschen uncut-mäßiger sein, weil ich will halt den Kontrast und Okami, glaube ich, auch vom Hauptkanal so ein bisschen haben. Da kommt ja eher so aufwendiger Shit, wo ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe und hier dann halt eben einfach ein bisschen zocken, aufnehmen, grob zusammenschneiden und Abfahrt. Ich hoffe, ihr feiert. Oh, Achtung, hier sind Ameisen. Nein, ich nutze sie. Bedeckung. Hab sie. Die brauchen wir für Chitin. Das brauchen wir eventuell. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Hinter dir kommt eine, du musst flitzen. Ich crafte. Steh auf. Nein. Was passiert? Eine Ameise fatzt dich. Und noch eine, du musst. Wurf 8. So, nächste Note. Dann hier müssen wir jetzt sehr vorsichtig sein. Wenn du hier nämlich normal runter gehst, dann siehst du, kriegst du übelst Fallschaden. Wow. Ja, du musst hier sneaken. Okay. Dieses Stück. Ja, Sharks, der Map, Gott. Und dann ist der hier Map. Irgendwo... Alter, was dahinten. Ist das hier für ein Gebiet? Guck dir das mal an, das ist hier so ein 45-Grad-Gefälle oder so. Ja, ja. Hier ist dann noch eine. Die hatte ich auch noch nicht tatsächlich. So, und wir müssen jetzt, hier sind Piranhas im Fluss, wir müssen jetzt so weit wie möglich reinjumpen schon. Und dann rüberschwimmen. Da ist noch einer rechts, aber der hat mich. Aber mir ist die ganze Zeit kalt, merke ich gerade. Warte, ich mach mal meine Aber nur Busche Schneeflocke. Weiter. Schneeflocke ist halb so wild. Wenn dann Eiszapfen, es gibt noch einen Eis, wie so ein Eiswürfel. Dann kriegst du Schaden. Ah. Schneeflocke heißt nur, ich glaube, du verhungerst ein bisschen schneller. Und warte mal, guck mal hier, die ist zu. Die ist aber oben offen. Mit einem Fallschirm kommen wir da rein. Nee, die ist von uns.
Ja, keine Ahnung, kann ja sein, dass der einfach so dasteht. Dann drück jetzt mal Castcall mal raus und dann kannst du nämlich sehen, wie ich gesehen habe, dass, dass wir da reinkommen, wenn wir mit einem Fallschirm von der Klippe hier darüber hüpfen. Ah, okay. You get it. Wenn wir von hier mit dem Fallschirm, zack, hier ist die nächste. Was, die hatte ich auch nicht, WTF? So, jetzt bin ich schon Max Level, ist 39 Max Level, ja. Okay, deshalb habe ich aufgehört, die zu sammeln. Ich bin schon Max Level. Hier. Wir brauchen halt ein bisschen Stuff. Wir brauchen Zunder, Metallwerkzeug. Dann geht's bei uns los. Mhm. Okay. Ready? So. Dann hast du hier noch eine Secret Note und dann mal kurz die Base begutachten. Springt der automatisch, wenn man aus dem Wasser kommt? Ja, manchmal, wenn es nötig ist. Hier ist ein gezähmter Parasaurus. Den könnten wir vielleicht killen für gucken, ob was drin ist. Der ist aber nicht aggressiv, wie es aussieht. Nee, aber vielleicht, wenn wir ihn angreifen. Schopamsen! Was ist los? Komm mal hier rein. Kommen wir raus? Komm mal hier rein. Ist einfach offen? Warte mal, die pennt. Oh, hier ist aber Charcoal. Das müssen wir uns merken für Granaten. Sehr wichtig. Das müssen wir uns merken, dass das hier ist noch. Oh, guck mal. Okay. Guck mal. Nächste Etage. Ich geh down. What the fuck? Als ob die hier einfach alles offen stehen lassen. Hier wurde reingeknackt. Guck mal. Das hat doch locker von jemand unten weggesprengt oder weggehackt, die Foundation da, ja. Ist die Frage, wollen wir den Parasaurus noch wegcatchen? Ja, willst du jetzt den kompletten Assi-Move machen? Dann ja. Rauf da, ich hab alles ne Bola, wenn der aggro ist. Ist er? Ich sollte mir mal erstmal Bola ihn. Prepped. Hast du keinen? Nein. Shit. Hau drauf. Ja, Nahkampf. Ja. Wo sehe ich sein Leben? Siehst du mich, am Hand des Blutes. Letzter Pfeil. Wir kriegen ihn. Ja, hau drauf. Nice. Der ist tot. Können wir auch direkt für Leder mitnehmen. Und mit F kannst du in sein Inventar einfach direkt. Oder dann in den Beutel, den Sattel. Brauchen wir nicht. Oh, das ist ein schönes Feld. Guck mal. Die ganzen... Ich habe keine Ahnung von Blumen. Lilien, sage ich jetzt einfach mal. Er flext mit seinen Botanik-Skills. Ich habe echt keine Ahnung. Naja, wenn man keine Ahnung hat. Pflanzenkunde ist nicht meine Stärke. Oh, Kamsen. Wow! Der hat dir aber deine Beeren gemobbt. Der hat mir was gesnackt, der Pisser. Ich guck mal durch die Tür, hier ist was drin. Das ist eine Holztür. Die Base können wir uns auch merken. Oh mein Gott, ich bin genockt. Ja, ich seh's. Sharks, hilf mir! Ich bin fast tot. Hab die Mega-Neura einfach mit einem Schuss. Junge, das war ja Ultra-MLG. Oh mein Gott. Ultra-MLG, wie kann man denn eine Fliege mit einem Schuss treffen? Auf den Vogel müssen wir scheißen. Okay, ich fütter dir weiße Bären. Du solltest jetzt gleich wach sein. Jawohl. Dann komm direkt ans Wasser. Komm direkt ans Wasser, trinken, essen, Ausdauer und weiter. Meine Knochen sind gebrochen. Oh shit. Ist der Vogel noch an dir? Ja. Ja. Ich habe leider keine Bola, ey. Ja, den halt aus der Luft zu schießen, ist halt auch abnormal schwierig. Vor allem, wenn die Sonne so blendet. Oh, ich habe ihn gehittet. Nochmal gehittet. Nice. Nein. Wir haben ihn beide gleichzeitig gekillt. Yo. Nice. Sauber. Was mache ich wegen meinem Knochen? Warten. Das ist, wenn du, ich glaube, 20% Leben nur noch hast, dann sind Knochen gebrochen. Langsam verstehe ich das Spiel. Also es ging sogar relativ schnell. Also ich habe zwar noch keine Ahnung von den ganzen Knochen. Ja, wir haben halt noch nichts. Also wir sind komplett am Anfang. Und hey, warte, ich bin gerade Jumbo verwirrt irgendwie. Das Ei kannst du essen. Ist das einfach. Das wird richtig, das macht dich komplett voll. Ja, hau rein den Hasen, Junge. Wollte Scheiße sagen, aber... Ach nee, ich kann den Kanal eh noch nicht monetarisieren. Deshalb habe ich am Anfang vom Projekt gesagt, das könnte das Format sein, wo man sieht, Sharks ist ja eigentlich cool, aber er ist doch irgendwie ein Spaß. Lol. Ich kann crouchen. Guck mal, was hier ist. Guck mal runter. Gezähmter Trike mit Spieler daneben. Aber er hat nichts. Oh, er hat vergammeltes Fleisch und Charcoal auch ohne Ende für Granaten. Das wird geil, Leute. Okamsen, das wird richtig geil hier. Also, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen Leder. Wir müssten jetzt hier einfach mit unseren Bögen Dilos zum Beispiel zwirbeln. Der rennt weg, der Sack. Hab ich. Nice. Hier habe ich eben eine Schlange gesehen. Hier ist eine Schlange. Achtung, wenn die dich einmal hittet, dann bist du betäubt. Lieber wegrennen, aber wir kriegen die gekillt mit dem Bogen. Oh, die ist ja voll groß. Ja. Hab sie. Nice. Die gibt nämlich ganz gut Leder auf. Was wollten wir jetzt craften? Ich wollte mir eine Bola machen, stimmt. So. Mach noch nicht. Wir brauchen das Leder erst für den Ofen. Zu spät. Okay, egal. Sind nur drei oder so, glaube ich. Dann solltest du die Bola nutzen. Entweder du verwahrst dir die für PvP oder du investierst die in den Kill. Zum Beispiel in den Parasaurus oder den Fioma, die eigentlich weglaufen würden, dass du die safe kriegst. Sehr nice. Dann sind wir für deine Explorer-Notes, glaube ich, fürs erste durch. Es gibt zwar noch ein paar mehr hier, ich weiß, aber das sollte reichen. Das sollte reichen. Den Rest EP kriegst du auch so, wie es craften und so. Hier war, ich habe noch ein Dodo gehört, da. Mhm.
Aber das ist gut, ey. Guck mal, hier sind so viele Dodos. Alter, was ist hier los? Wir kriegen das ganze Leder, was wir brauchen, zusammen. Leute, jetzt Trickshot, Achtung. MLG, 3, 2, 1. Und dann. Leute, Trickshot, Achtung. MLG, 3, 2, 1. Leute, Trickshot, Achtung. MLG, 3, 2, 1. Hä, Leute, Trickshot, Achtung. Du? MLG, 3, 2, 1. Scheiß drauf. Du willst es nur geil rein editieren, oder? Nein, will ich nicht. Nein. Ich wollte das alles zeigen. Oh, der Bastard. Ja. Retalk. Soll ich den abknallen? Komm, ich hol den. Wenn du den schaffst, wäre Ehre. Wenn nicht, einfach wegflitzen. Oh, war ein Hit. Ein Hit, zwei Hits. Kam ein Hitmarker. Ja, hab ihn. Alter, wir sind die Sniper. Ich habe 49 Leder. Wie viel hast du? Du hast, glaube ich, mehr ein bisschen. Ich hab, lass mal sehen, 61, das passt. Sauber, reicht, wir können anfangen. Nice, okay, Shop Hamsen, wir suchen uns jetzt eine Position. Wir haben die Wahl, entweder wir zocken so ein bisschen, wir können uns ein Boot bauen und da eine Base drauf bauen, oder wir seppeln uns hier irgendwo was hin. Wie die Dudes hier zum Beispiel. Oder wir scheißen drauf und nutzen hier deren Stuff. Du scheißt halt gerade fortwörtlich drauf. Alter, gib dir, was haben die hier gemacht, Digga? Guck dir das mal an, drück mal K, guck mal von oben. Was haben sie hier gemacht? Das ist ein Labyrinth. Die haben hier ein Labyrinth gemacht. Junge, WTF, Alter. What? What? Das kommt auf Thumbnail, Alter. What WTF, guck dir die Türen an. Heilige Scheiße. Holy, ist das ein Honeycomb. Das ist mal Next Level. Abnormal, Junge, abnormal. Hä, voll geil. Wollen wir das mal machen? Ich glaube, wir kommen da nicht rein. Die Tür war zu. Beziehungsweise dann nicht mehr raus. Oh, Vorsicht, Digga. Ja, wie dödelig. Warum? Ja, geh außen rum. Geh außen rum. Das ist ja voll sinnlos. Hol jetzt noch einen Explorer-Node. Dann bauen wir uns einen Raft. Mhm. Und dann bauen wir uns auf dem Raft ein kleines... Von mir aus Holz. Oder nee, Stein. Komm, wir machen Stein. Wir gönnen uns. Bauen erstmal nur eine Stein-Foundation. Und darauf eine Schmiede. Machen uns Metallwerkzeug. Und... fahren uns damit dann schnell eine Steinbase zusammen. So. Okay. Kurze Versprecher, kurze Denk. Stotterer. Warte, wofür war jetzt das Leder? Das brauchen wir für den Ofen. Der braucht 65. Guck mal, hier ist auch ein 1x1. Da brauchen wir 65 für noch eine andere Crafting-Station. Also insgesamt für den Progress. Als ob du hier lang kriegst. Ja, wir müssen. Soll ich den einmal anhitten? Ja, wäre geil. Guck mal, noch ein Trike. Hier, die kannst du dir verdurste, gönnen. Ich verdurste. Ja, wir sind hier, wir springen gleich ins Wasser, kein Stress. Okay. Wollen wir versuchen, den anzuballern? Wenn der nicht aggressiv ist, killen wir den. Der ist nicht aggressiv, komm. Okay, let's go. Nahkampf, aber Nahkampf, nicht die Pfeile wasten. Ja. Der gibt gut Leder der hat hunderte Fasern Fetch dabei. Geil, er spart uns. Er spart uns, wisst ihr was. Wir müssen jetzt halt ins Wasser hüppen. Ja. Das Ding ist Piranhas, das heißt, wir sollten nicht zu überladen sein und die kürzeste Strecke zum Land wählen, also hier okay. Abfahrt. Ja, das passt easy. Und im Wasser direkt einmal E drücken für trinken. Hier ist ein Fallschirm für dich. Mhm. Am besten springen wir von der Klippe direkt da drüber natürlich. Du musst dann, genau, du springst, du zückst den Fallschirm, dann fliegst du und musst über der Base den Fallschirm die Taste wieder drücken, Leertaste drücken, dann lässt du den Fallschirm ab. Mach das aber nicht zu spät, mach das, sobald du an der ersten Kante über der Base bist. Ich versuch mein Glück. Also... Okay. So, du siehst jetzt, wie ich noch falle, you know, dass du einfach, weil du hast noch das Momentum beim Runterdroppen dann. Springen, direkt zücken und dann... Und jetzt? Leertaste, jetzt. Yes. Ah, okay, das war jetzt gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ja, ja, man muss es halt nur einmal durchblicken. Hier ist auch Charcoal. Hm, hier auch. Hier auch. Stroh da. Hier auch, okay, da haben wir es gesehen, wenn wir Charcoal brauchen, können wir hier hin. An sich, ach genau, du willst Mittagspause machen, dann lass das hier machen. Ich glaube, hier sind wir safe. Was geht hier ab? Macht er den Boss? Er kann doch mit den Gigas nicht zum Boss. What the fuck, Mann? What the fuck? Und Okami macht gerade Mittagessen. Absolut für Beginner geeignet. Ich habe mir gerade hier so eine Kiste hingestellt und farme hier alles für... Bam, eine Steinbase und das Dach schon mal, dann haben wir das teuerste erledigt. Ich habe das Floß. Und in dem Sinne wird das natürlich hier jetzt nach bestem Wissen, hier war ein Alpha-Raptor eben, aufpassen und Gewissen platziert. Und zwar genau hier. Geil. Ich fange auch direkt schon mal an zu bauen. Einfach nur, damit uns das nicht mehr weggenommen werden kann. Wisst ihr, wenn es platziert ist, dann ist es platziert. Dann kann hier keiner mehr kommen und einfach sagen, hallo, ich würde gerne ihre Base knacken. Hallo, Sir. Sondern dann ist da nichts drin. Und der Bums
steht. So, fuck, Tupia. So, ich join mal rauf. Meinst du, die Leute schreiben unter die Videos auch, Schacks, ich feier das voll? Oder meinst du, die schreiben eher, nee, Schacks, nee. Will ich mir nicht angucken eigentlich, aber ich guck's mir an. Das ist unsere vorläufige Hütte. Ja gut, okay, ich farm kurz 20 Holz, 120 Stein, dann haben wir den Ofen nämlich. Okay, so, was ist jetzt meine Mission? Du kannst mir Steinfarm helfen, weil ich bin überladen. Einfach mit der, nicht Spitzhacke, sondern Axt auf Steine knüppeln. Okay, das ist kein Stein, das ist ein Felsen. Ich wusste nicht, dass das einen Unterschied macht. Er denkt, man kann sie überall auf dem Boden einfach drauf jäten. Ja, eigentlich schon. Ich baue jetzt mal eine Truhe ins Boot. Flint brauchen wir aber auch, also wirft das nicht weg. Und dann, ich habe schon, hier am Fluss gibt's runde Steine. Und wenn man die farmt, bekommt man manchmal Metall. Selten, aber manchmal. Daraus habe ich jetzt schon 16 Metall bekommen. Und das können wir, immer zwei Stück werden zu einem Barren. Das heißt, wir haben 8 rohes Metall. 8 gebranntes Metall, Junge. Was ist denn los hier bei mir? Also, wie viel Stein brauchen wir denn? Wie viel hast du? Wir haben 108 haben wir jetzt. Oh, dann haben wir genug. Ich habe noch welche, dann komme ich. Oder nee, warte, ich nehme noch 50 weitere mit. Dann kann ich direkt den Mörser machen. Wirst du auch sehen. Dafür brauchen wir nur Leder und Stein nämlich auch. Ich snack auch noch ein bisschen Stein. Oh, wow. Und meine Spitzhacke ist instant kaputt. Und ich kann auch keine neue craften, weil mein ganzes Holz weg ist. Ich bin ein Genius. Zack, zack, zack. Her damit. Leder. Wir haben der Ofen crafted. Bam. Der Mörser crafted. Bam. Uns fehlt noch ein Bett. Wir brauchen 2 Leder. Das war's. 2 Leder, okay, warte, dann gehe ich auf die Jagd. Let's go. Geh auf die Jagd. Ich habe irgendwas da unterm Wasserfall gesehen. Da ist irgend so eine Kiste oder so. Kann das sein? Ja, kann bestimmt sein, dass da einer sneaky. Da war irgendwas sneaky. Sneaky sich einen reingesammelt hat. Ich sehe hier halt nichts. Du kannst am Strand die Parasaurus, direkt am Boot ist einer. Weißt du, welche das sind? Diese. Oh, oh. Die ganz dödligen. Die kannst du immer easy. Der erste Shot einen Header und dann. Kriegst du die down, wenn du da hinterher flitzt. Warte, auf der anderen Seite meinst du, oder? Hier, am Boot direkt. Ich hab grad einen hier am Gurgel. Ah, echt? Hab ihn. Ich bin hier die ganze Zeit am Rumlaufen und find nichts. Und du findest direkt einen am Boot. Hände, warum ist denn auf meiner Seite nichts? Guck mal in den Ofen, dann siehst du nämlich mal, wie das hergestellt wird. Mit F guckst du rein, mit E machst du an, aus. Schön Holz verbraucht. Ach so, oh. Also einfach Metall rein, Holz rein. Lightfire klicken und das brutzelt durch. Hier an der Station, das ist der Mörder. Da können wir für uns wichtig Narkotics drin machen. Tu mal schwarze Beeren rein und vergammeltes Fleisch. Und dann kannst du jetzt, wenn du auf Crafting gehst, ich weiß nicht, ob du die schon gelernt hast, sonst müsstest du die lernen. Dann crafte ich eine, dann siehst du, wie die aussehen. Können wir nämlich Narkotics herstellen. Und mit denen können wir Betäubungspfeile machen. Damit steht unsere Base. Wir sind vorläufig bereit und extrem gehypt auf die erste PvP-Action. Die haben wir auch relativ schnell bekommen. Die seht ihr dann beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb, wünsche euch einen guten, haut rein und ciao.